Back in the biz. Back in the building. Okay, Leute. Ist ein toughes, ne? Aber das war ja klar. Eigentlich habe ich mich gefreut, Aeon zu spielen. Haben wir nie Aeon bekommen. Gefühlt, im Randomizer. Der kriegt der Kai sogar öfters Aeon, der mag Aeon nicht mehr so gern. Wenn es jetzt zum Beispiel alles offen ist, also Arti, wirklich alles an, dann mag ich jede Fraktion. Da kannst du mit keiner Fraktion was Falsches machen. Aber in unserem speziellen Szenario gibt es halt ein, zwei Fraktionen, die sind halt einfach besser. Na? Aeon ist halt wirklich, wirklich stark, wenn du halt nicht weggerusht wirst von einer Fraktion, die genau dafür gemacht ist. Bei Seraphim ist es leider so. Ich weiß, wir gehen noch bis nach hier vorne. Einfach Dominanz zeigen. Warum ich das hier, by the way, so über Kreuz mache, ist ein ganz einfaches Ding, ne? Die brauchen Zeit, bis die da hingehen, also eigentlich länger für so Sachen. Aber das ist genau die Zeit, die wir für unsere Ressourcen meistens brauchen. Also, ja, nicht wundern, wenn ich das so ineffizient dargestalte. Das ist eher Absicht als ungewollt. Wir haben diesmal früher mit den Energiegeneratoren angefangen, in der Hoffnung, dass das uns Bonuspunkte gibt. Die Energiegeneratoren brauchen wir aber grundsätzlich. Allein schon, um die ganzen Masse-Extraktoren hier zum Laufen zu bringen. Deswegen, die können wir nicht verzichten. Deswegen baue ich nochmal zwei. Und die fangen ja hier oben und oben unten an, ne? Jetzt hier. Commander under attack. Da haben die erstmal was dran. Leider ist der Aeon Commander, wie gesagt, im Early Game zum Kämpfen halt auch nur stark, wenn du den aufrüstest. Und der kann sich halt, wie gesagt, eigentlich, hat er sich beim letzten Mal zumindest nicht bis nach ganz hinten gedreht. Das kann der eigentlich nicht. Konnte der lange Zeit nicht. Weiß nicht, ob das ein Bug war oder sowas. Naja. Gut. Jetzt kann er es auf jeden Fall anscheinend wieder. Im Prinzip verwenden wir hier nämlich jetzt ganz schnell viel Masse auch und Energie für weitere Masse und Energie, für Energiegeneratoren. Und Masse kommt am Anfang eh safe automatisch rein. Genug. Das Problem wird halt jetzt die Economy trotzdem sein, aber wir brauchen anscheinend diese Early Game Units, weil wir diese Wand hier brauchen, ne? Mehr als man denkt. Die ist besser, wie man denkt, weil dann nur diese eine experimentelle Unit durchkommt, nichts anderes. Das ist alles eine sehr knappe Sache gerade gewesen, ne? Commander under attack. Und doch unten an. Commander under attack.
Warum wir die Arti bauen, habe ich ja auch schon öfters erklärt. Die hat einen sehr hohen On-Hit-Damage. Und damit kann man am Anfang dann viel anfangen. So. Ah, diese Unterstützung hier, der braucht der Commander auf jeden Fall durchgehend. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwann aufhören können, die zu produzieren. Das ist auch echt heftig, finde ich. Ja, wie ich finde, hat man auch noch ganz gut gesehen, dass wir eigentlich nur T2 AT bauen können, das reicht auch schon als DPS-Tool, gar nichts anderes. Dann haben wir auch Early Game DPS, ist auch ganz toll. Was macht mein Commander da gerade für 360s eigentlich, anstatt hier das Ding zu bebauen? Er saugt auch gar nicht die Masse von denen ab, auch witzig wieder. Under attack. Warum macht der Commander das? Warum läuft der von hier in der Führung raus, damit er hier weiter bauen kann? Ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Also, hä? Was ist das für ein weirdes Movement, Alter? Aber gut. Under attack.
Wie kostet das Upgrade? Wenn das 40k kostet, kostet das vielleicht 20k oder so. Keine Ahnung, das passt dann schon. Guck, wir brauchen diese ganzen Units da. Ist das insane? Solange die das da jetzt nicht aufschießen, ist alles gut. Also meine Units, die Mauer kaputt machen. Weil dann kommt er nur experimenteller drüber. Fangen wir nochmal mit Ilya Eon an. Jetzt. Humana fast wieder dead gewesen, by the way, ne? Immer wieder funny. Was? Nein. Hat er in der kurzen Zeit eine Base errichtet, wer kennt's nicht? Von System enabled. Nicht? Das ist halt so frech alles, ne? Commander
Das ist halt so frech. Oh Mann, Alter. In der wievielten Minute teleportiert denn Support Commander da rein? Die 14. Ach, keine Ahnung, egal. Es ist so frech. Okay. Der kriegt aber schon noch irgendwann Schaden, oder? Das haben wir überlebt. Jetzt kommt gleich eine experimentelle Unit. Keine Ahnung, wie wir die verteidigen sollen. Also uns gegen die verteidigen sollen. Aber wir haben schon mal den Support Commander überlebt. Na? Issued.
Ja, das könnte schon sein, ne? Weil das etwas ist, was da drüber laufen kann. Das ist toll. Ja, nicht das. Ja, so ist das leider. 17. Minute, 3 Minuten noch, dann lügt er. Nicht wahr? Ist das schön. Leider können wir uns das nicht leisten und wir müssen die Defense vorher fertigstellen. Deswegen bauen nur 3 Schilde. Ja, hey, mehr Schilde und Energie. Gut, dass der mal gucken geht, was da steht, ne? Wäre ja auch langweilig, wenn wir das nicht wüssten. Es sind doch nur Tier 1 Units. Da kommt er. Okay, alles klar. Kein Level up, bitte. Oh Gott, bless. Jetzt noch den Ionensturm überlegen. Ah, oh, er nuked. Ei. Die machen die Secondary Stage auch noch.
Östorf. Die nächste Nuke, die kommt, das sind drei, zwei Nukes gleichzeitig, mindestens. Immer hier so ein Ding in Schuss auf. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie wir den nächsten deffen sollen, aber wir müssen jetzt Economy puppen, sonst wird das nichts. Da kommen die T3-Sniper. Die ersten paar. Wie viele Sniper-Schüsse habt ihr gerade ausgehalten? What the fuck? Weil die nächsten zwei müssen wir abwehren, weil wenn wir jetzt nicht die Frontländer aufbauen, ist eh over. Ist eh over, es ist wieder... Also, keine Ahnung, jetzt kommt der Tier 3 Arti. Ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen soll. Hier rauspushen.